Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen hier auf dem Kanal der Geheimnisakademie und der Mantika. Wir sind wieder unterwegs in der Mission Traditionelle Orakelkarten und ich begrüße ganz herzlich den lieben Rui aus Hamburg. Hallo Christopher, Grüße in den Süden. Herzlich willkommen. Ja, wir setzen unsere Reise durch die 36 Orakelkarten, traditionellen Orakelkarten fort. Und zwar geht es uns heute um das Thema Geld und etwas Geld. Aber damit ihr da draußen auch wisst, worauf wir uns beziehen, möchte ich ganz kurz mal darauf hinweisen, dass es ja von dir, Roé, zusammen mit deiner Gemahlin Kirsten ein Buch gibt zum Thema traditionelle Orakelkarten, klassische Karten, moderne Deutung, auf das wir uns beziehen und das ich persönlich wärmstens empfehlen kann, wer sich intensiver damit beschäftigen möchte, denn da liegen die Karten nämlich mit dabei. Ja, und dazu sei noch gesagt, dieses Buch ist ganz was Spezielles, denn es ist eigentlich nur 50%. Die anderen 50% verbergen sich auf unserem elektronischen Kanal auf der Homepage der Mantika. Und wer im Buch das Passwort findet, kann sich dann bei uns melden, wird freigeschaltet. Und jetzt kommt das, was toll ist, denn ein Buch ist ja immer statisch, aber auf unserem Kanal, da wachsen natürlich die Legesysteme immer mehr und mehr. Und wenn man sich dann da einloggt, und übrigens mit eurem Kauf des Buches habt ihr dann lebenslang oder so lange wir unsere Homepage betreiben, das heißt, solange es die Mantika gibt, habt ihr Zugriff darauf und könnt euch immer mehr und mehr ausdehnen im Thema Wissenserwerb mit den traditionellen Orakelkarten. Denn dieses Werk, über das du gerade so schön gesprochen hast, ist bereits unser drittes Buch. Wir haben ja vor gut 12, 13 Jahren in der Serie Liebe, Glück, Erfolg ein Buch veröffentlicht zu den Orakelkarten. Und dann kam noch ein zweites, nämlich ein Kursus im Kartenlink, wo wir eigentlich alles genau verraten, was es über die Karten zu wissen gibt, inklusive der Kombinationen. Dieses Buch ist leider vergriffen und darum, wenn es auch von den Zuschauern so gewünscht wird, könnte es ja eine Wissensvermittlung mit dir auf deinen Kanal mal geben, wenn das gewünscht wird. Naja, wir bereiten ja oder wir planen ja, gemeinsam auch einen Kursus anzubieten in den traditionellen Orakelkarten, der genau den Schwerpunkt bieten soll, nämlich wie kombiniere ich denn nun richtig die Karten? Denn eins habe ich mittlerweile gelernt bei dir, ich bin ja sozusagen hier auch Schüler bei den Orakelkarten. Eins habe ich gelernt, dass die Orakelkarten ihren ganzen Charme und auch ihre Macht entfalten, wenn man sie miteinander kombiniert. Und ansonsten sind sie relativ schlicht in der Symbolik. Das ist auf der einen Seite, wenn man von den Tarotkarten kommt, wirken sie manchmal so ein bisschen nüchtern und einsilbig. Aber dann, wenn man sie dann in der Kombination deutet, können sie also wirklich ziemlich kurze und knackige Interpretationen liefern, die für jeden, der sich dem öffnet, relativ leicht einsichtig sind. Also Ganz, ganz genau, Christopher. Und erst in der Kombination und wenn man sich dann erlaubt, ein bisschen einen Schritt zurück zu machen oder in die Helikopterposition zu gehen, dann werden aus diesen nüchternen, einfachen Bildern ein Bilderteppich, der es in sich hat. da sind wir jetzt noch entfernt davon, zumindest ich. Aber wir wollen euch mit dieser Serie ja vor allen Dingen einen Einblick in die Karten mal an sich geben. Wir werden am Ende wieder ein kleines Orakel machen. Da könnt ihr dann einen Vorgeschmack bekommen, wie eine Kombination auf einer einfachen Basis ausschauen könnte. Und überhaupt mit den Orakelkarten arbeiten wir ja auch bei unseren Vollmond-Specials. Das sollte man auch noch verraten. Da ist es dann schon etwas komplexer. Da bekommt man schon mit, dass da doch jede Menge Ansätze drinstecken. Man vermutet es manchmal gar nicht so sehr. Und das ist auch das Schöne, ne? Sie schauen so einfach, so liebevoll, so hua aus. Und in Tat und Wahrheit können diese plumpen Kärtchen so brutal sein und solche Aussagen machen. Also ich arbeite ja jetzt schon bald 3 Jahrzehnte mit diesen Karten. Also die haben schon einige Leute, die zuerst gesagt, ja, Respekt eingehaucht. Das heißt sozusagen, wenn wir heute uns mit dem Thema Geld beschäftigen, Ja. da
Wenn wir vielleicht auch, also ich leite jetzt einfach mal direkt so rein in das Thema. Wir haben ja jetzt die beiden Karten für heute ausgewählt, die wortwörtlich auf das Thema Geld anspielen. Und zwar einmal gibt es eine Karte, die heißt etwas Geld und eine Karte, die heißt Geld. Meine erste Frage an dich, Rui, warum deiner Meinung nach unterscheiden die Orakelkarten überhaupt zwischen Geld und etwas Geld? Weil es einen Unterschied macht, ob du von Materie viel hast oder du genauso viel hast, dass es nicht reicht. Und da haben wir uns die Macher dieser Karten ja schon ein bisschen geholfen, indem sie uns nicht nur das Bild zeigen, sondern uns auch noch mit Worten draufstoßen. Denn lass uns nur die Bilder vergleichen, ohne dass wir lesen, was draufsteht. Wenn ich das rechte Bild, also mit dem Spiegel, anschaue, ja, da habe ich schon ein bisschen was am Geld, aber die Münzen sind überschaubar. Die Brieftasche ist überschaubar und danach muss ich mir in den Spiegel schauen, was bleibt über. Wenn ich aber das andere Bild mit dieser Schatulle anschaue, naja, das sieht man schon, da liegt ein dickes, fettes Bankbündel da, da liegen die Münzen vorne, das kann noch in der Schatulle weitergehen. Aus der Schatulle sind ganze Edelsteine, Ketten, ne? Also da ist schon was. Und im Hintergrund ist dieser ominöse Sack. Und dieser ominöse Sack, der kann es ja in sich haben, weil wir wissen nicht, mit was er gefüllt ist. Und darum auch dieser braune Vorhang, der sagt, wir haben ja auch die Chance, mehr daraus zu machen, es wachsen zu lassen, wenn wir unsere Fantasie einsetzen. Und das sehen wir schon. Ne? Beim einen habe ich einen breiten Vorhang, braun, beim anderen habe ich einen grünen Vorhang, na, hoffnungsvoll, aber ob es wirklich aufgeht, ist eine Frage dahinter. Und da sieht man schon, da haben wir schon mal den einen Unterschied. Ich habe so den Eindruck, also für mich persönlich, wenn ich die beiden Karten miteinander vergleiche, in der eher dunkleren Karte Geld, da habe ich so das Gefühl, öffnet sich wie in einer Schatzhöhle ein Schatz, na, die Schatulle, und da fließt es ja auch förmlich schon raus, als ob da schon jemand drin rumgewühlt hätte. Ich höre schon, ich sehe schon die glänzenden Augen und die zittrigen Finger, die in den Münzen wühlen und die Schmuckstücke herausheben. Da ist was so ein bisschen, was im Verborgenen geschieht da. Und das andere, das erinnert mich eher, das ist ja durchaus eher heller in der Gestaltung, etwas freundlicher. Aber es wirkt so ein bisschen wie, wenn jemand Kassensturz gemacht hat, seine Tasche ausgeliehen und geguckt hat, ja, wie viel ist denn eigentlich jetzt noch da? Und die Polstermöbel und auch der grüne Vorhang täuschen vielleicht darüber hinweg, dass man sich in einer an sich gediegenen Umgebung befindet. Aber die Realität scheint anders auszusehen. Ja, man hat zwar noch einen Stuhl, man hat noch einen Tisch, aber wir wissen nicht, was mit der anderen Einrichtung passiert ist, ob da schon jemand etwas geholt hat, um es zu pfänden. Wir wissen es nicht. Aber es ist ja wirklich so, etwas Geld, das ist eben die andere Medaille. Hier fehlt es. Also könnte man sagen, dass die Karte etwas Geld auch auf den Mangel an Geld hinweist und an Bedürftigkeit, auf Bedürftigkeit, während Geld eher das Gegenteil heißt, du hast genug, genieß es. Ja, und bei etwas Geld ist für mich immer so der Merksatz, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich habe zwar noch, ja, ich habe einen Tisch, aber wenn man sich den Tisch genau anschaut, dann ist der nicht von guter Qualität. Ne? Das ist eine einfache Geschichte, das ist nicht herrschaftlich. Ja gut, ich habe einen Stuhl, aber habe ich überhaupt nur einen zweiten? Kann ich nur jemanden einladen? Also das sind alles so Fragen, die sich stellen, auch wenn ich eine helle Wohnung habe. Bei Geld kann ich meine ganze Fantasie einsetzen. Was mache ich noch? Was mache ich mit dem Sack im Hintergrund? Ist der voller Gold? Ist der voller Dukaten? Ja, also das ist dann schon eine andere Energie, die wir hier haben. Mir erscheint auch die Helligkeit und die Leichtigkeit der gelb-grünen Karte, etwas Geld doch auch auf ein bisschen so eine Leichtfertigkeit auch hinzudeuten. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand es vielleicht übertrieben hat und nun einfach feststellen muss, dass die Sachen einfach nicht mehr ausreichen. Also könnte vielleicht auch der Hinweis sein, du hast nur noch mehr etwas Geld, also bleib ein bisschen sparsamer, du musst mehr auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
Ja, oder Daher du musst vielleicht. sparsam sein, weil du eben nicht gewirtschaftet hast. Und deswegen der Spiegel. Schau dich in den Spiegel, so wie du es am Anfang gesagt hast. Erkenne dich selbst. Erkenne, dass es an dir hängt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber würde ja auch bedeuten, dass etwas Geld deshalb etwas Geld ist, weil man vielleicht auch einen Fehler gemacht hat. Also, dass die Verantwortung bei einem selbst liegt. Natürlich, die Verantwortung liegt ja schlussendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, immer bei uns selber. Wie habe ich mich entschieden? Habe ich mich entschieden, dass ich sage, heute haue ich auf die Pauke, egal was morgen ist? Habe ich über meine Verhältnisse gelebt? Du siehst, das sind alles Dinge, das liegt an mir. Wenn ich nicht verantwortungsvoll mit meinen Ressourcen umgehe, dann sind die Ressourcen futsch. Ja? Und dann bin ich bei etwas Geld. Darum, du hast es völlig richtig erkannt, etwas Geld, ich habe über meine Ressourcen gelebt. Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das so erzählst, ich stelle mir jetzt gerade vor, wer saß denn da noch bis eben auf dem grünen Stuhl und wo ist er jetzt? Vielleicht, ich sehe schon so eine etwas betrübte, fast erschütterte Gestalt, die irgendwie am Fenster steht und rausschaut und sich überlegt, oh Gott, wie soll es weitergehen? Also es hat auf einmal eine melancholische Wendung, nimmt das ganze Bild. Ja, da hast du völlig recht. Und vielleicht überlegt sich die Person überhaupt, ob es noch weitergeht, weil es ja keine soziale Auffangnetze gibt. Das kann auch sein. Ja, dieses, weißt du, wenn du auf dem Tisch so die Sachen so liegen lässt, so nach dem Motto, ich bin aufgestanden gegangen, ich lasse alles liegen. Das heißt für mich, das bisschen, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Ja, also, na, der hat sich noch nicht mal mehr, der oder diejenigen, nicht mal die Mühe gemacht, es wieder aufzuräumen. Es liegt einfach da. Darum vorher mein Satz, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja. Und dann diese Schatztruhe beim Geld, da blicke ich ja direkt drauf. Also da bin ich richtig eingebunden. Da bin ich derjenige, der drauf blickt. Und ich habe so das Gefühl, ja, vielleicht ist schon ein bisschen was rausgefallen, aber es kommt mir so entgegen. Es ist so, ja. Wegen der paar Kröten, die da rausgefallen sind, das uninteressant. Ich habe nämlich durch dieses dunkelbraune Wachstumshinweis die Möglichkeit, aus dem, was ich hier sehe, mehr zu machen. Ich habe die Chance und auch die Möglichkeiten zu partizipieren. Und da bin ich dann völlig in der Gewinnsituation, auch in meiner Fantasie. Ja? Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Es ist immer ein Gewinn. Kann man sagen, also das ist natürlich die nächstliegende Frage, wenn diese Karten fallen, sie können tatsächlich sich auf was Monetäres beziehen, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber ich darf es auch als Abstraktes verstehen. Also das heißt, wir können durchaus von dem inneren Reichtum sprechen und von Ressourcen, die ich verbraucht habe, wie zum Beispiel meine körperlichen Ressourcen. Also über die Verhältnisse leben muss ja nicht immer bedeuten, dass ich mein Bankkonto leergeräumt habe, sondern das ist vielleicht auch, ich es vielleicht übertrieben habe in anderen Dingen, mit meiner Leistung und oder was auch immer. Ja, wobei es hier meiner Erfahrung nach eher bei der Karte Geld der Hinweis ist, hey, du hast so viele Ressourcen, du hast so viel Fantasie, du hast so viel Kreativität. Ne? Also dieses, was ist noch hinter dem Vorhang? Was zeigst du gerade nicht? Oder es kommt dir gar nicht in den Sinn, etwas zu zeigen. Und darum ist dieser Vorhang so wichtig. Lass uns hinter den Vorhang blicken. Ja, der ist so groß, der ist so schön drapiert. Wenn ich auf das andere Bild gucke, da habe ich auch einen Vorhang, aber da verbirgt sich dahinter nichts mehr. Das ist so wie straff hingehängt, schön, brav, ordentlich. Ne? Aber da kann sich nichts dahinter entwickeln. Ich habe eher den Eindruck, dass man diesen Vorhang, den grünen Vorhang, am liebsten zuziehen würde, um diese Ja. Schmach Der zu Vorhang fällt, ne? Der letzte ja. Vorhang. Aber beim braunen Vorhang, da habe ich eine Breite, eine Größe, eine Macht. Und darum denke ich, dass da noch etwas dahinter ist, das unsere Kreativität fordert und wo noch ein anderer Gewinn dahinter steckt. Kannst du noch so zwei, drei Sätze darüber verlieren, wie du sie in einem Blatt, wenn sie in einem größeren Blatt fallen, ich weiß, du wirst jetzt sagen, es hängt immer davon ab, was für Karten benachbart sind, aber so grundsätzlich, in welche Richtung würdest du bei sowas gehen? Also wenn die Karten liegen.
Christopher, du bringst mich da wieder an meinen Lieblingssatz. Man braucht immer Nachbarschaftskarten, man braucht die korrespondierende Karte, weil es ist nicht beantwortbar, deine Frage. Okay, gut, ich schreibe es mir hinter die Ohren. Ja, Und du wirst die Frage bitte, wahrscheinlich von mir öfters wieder. Christopher, du wirst es merken, wenn wir uns das nächste Mal nicht über Monitor zu Monitor sehen, sondern wenn wir mal wieder an einem Tisch uns Auge um Auge gegenüber sitzen, dann ziehen wir diese Karten, dann machen wir mal ein großes Blatt gemeinsam Das und machen dann wirst wir. du sehen, dass du genau diese Fragen nicht beantworten kannst, Ja. wenn du nur eine Karte hast. Nochmal, vielleicht beantwortet das deine Frage. Etwas Geld, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Geld, vertrau auf deine Ressourcen, monetär und non-monetär. Okay. Gut, super. Weil alles andere. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich versuche es immer wieder. Also, pass auf, Rui. Ich würde mal vorschlagen, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir euch da draußen natürlich auch ein kleines Orakel angedeihen lassen möchten, das zum Thema passt. Und ohne dass wir jetzt schon genau wissen, was es ist, das überlasse ich jetzt der Expertise von Rui, habe ich mir gedacht, was zum Thema Geld? Eine Mini-Legung zum Thema Geld. Vielleicht zwei, drei, vier Karten. Ich packe schon mal die ein. Und du sagst mir einfach, ich habe hier die Ich Karte. würde Folgendes vorschlagen oder empfehlen. Wir ziehen drei Karten oder noch besser. Du ziehst ich habe ja ein paar finanzielle Projekte, ja, ein paar Projekte, aber eins, wo es um Geld geht. Und da würde ich ganz gern dich bitten, dass du drei Karten ziehst. Die erste ist für die Vergangenheit. Die zweite ist für die Gegenwart und die dritte ist für die Zukunft. Und danach drehst du sie einfach um und dann schauen wir, welche Karten auf mich für dieses Projekt, das ich hier plane, wie sich das entwickelt. Und ihr da draußen könnt das natürlich auf eine eigene Fragestellung beziehen und diese Legung entsprechend natürlich auch wiederholen. Genau, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Karten jetzt nicht für euch zutreffen, jetzt werde ich mische hier schon mal die Karten. Ich habe wieder die beiden Karten reingetan in den Stapel. Ich mische sie. Ich bin natürlich nicht so gekonnt im Mischen, so geübt, aber irgendwie gemischt werden, das klappt schon. Christopher, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Was denn? Es gibt keine EU-Richtlinie für das Mischen von 36 Da bin ich aber froh. Naja, Es stimmt eine mantische Richtlinie. das kannst du sehen, wie du es willst. Gäbe es eine Richtlinie, dann hätten sich die EU-Parlamentarier mindestens mit den Karten auseinandergesetzt. Das heißt, dann wären wir schon einen Schritt weiter und es gäbe einen Berufsverband für Kartenleger. Okay, Spaß beiseite. Bitte zieh mir doch drei Karten. Also, die erste. Das ist die Vergangenheit. Die zweite für die Gegenwart. Und die Die Zukunft. zweite für die Zukunft, die Karte, die uns am meisten interessiert. So. Ja, Sich jetzt nein. ein bisschen arrangieren, dass das einigermaßen gut ausschaut und ihr es alles sehen könnt. Ich hole sie gleich noch mal ein bisschen mehr heran, die Karten, oder ziehe den Zoom ein bisschen größer, damit man sie besser sehen kann. Cool. So. Sehr schön. So, was sagt mir denn die Vergangenheitskarte? Ja, die sagt mir die Verschriftlichung, das Festhalten von Themen, das klar machen, das war in Ordnung, das hat sich ausgezahlt, dass ich da Papiere habe. Ja, und da würde ich mal sagen, da habe ich mal richtig gehandelt. Ich habe das alles, was ich so wollte, auch verschriftlicht. Ja, das schaut mal gut aus. Ja, die Karte Brief ist ja immer der Hinweis auf Verschriftlichung, auf Informationen in Schriftform oder auch bei E-Mail oder bei Social Media, ist egal, auf alle Fälle, wie man es früher mit der Schreibmaschine gemacht hat oder wie man es im Buch hat. Wir haben ja schon über Brief und Botschaft haben wir ja schon referiert. Da schaut euch einfach die entsprechende Folge nochmal an.
Da erfahrt ihr noch mehr über den Unterschied zwischen Brief und Botschaft und natürlich über den Brief. Karte so. Nummer 2, die Gegenwart. Die Karte Nummer 2, das Haus, ist immer auf mehreren Ebenen. Beim Haus haben wir nicht nur das Virtuelle, sondern wir haben auch das normale Wohngebiet, in dem wir uns aufhalten, sei es Wohnung, sei es Haus. Und wir haben als dritte Ebene unseren Arbeitsort. Mhm. Und für mich wäre es das dritte, denn es hat nichts mit Virtuellem zu tun, es hat auch nichts mit meiner Wohnsituation zu tun, sondern es hat mit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Und ich weiß, es kommt unweigerlich auf mich zu. Ich werde nicht drumherum kommen, mich diesem Verschriftlichten, was wir in der Vergangenheit sehen, mich dem zu widmen, und es wird Arbeit geben. Also das ist mir klar. Ja, das hätte ich mir nicht gewünscht, aber die Realität fragt nicht nach meinen Wünschen. Ja, und außerdem liegt ja noch die Zukunftskarte da, Rui, wer weiß. Ja. Soll ich sie schon aufdecken? Ich bitte dich darum. Es wird jetzt spannend. Ne? Ja, jetzt machen wir es mal richtig schön spannend für dich. Was siehst du denn? Du hast es schon gesehen, oder? Was ich sehe... Ich sehe zwei Menschen, die sich streiten. Aha, Verdruss. Ja. Die Karte Verdruss ist für mich, ja, wir haben ja hier eine traditionelle Darstellung, aber wir müssen halt alle uns vom Sofa 2020 aus ansehen mit einer Tüte Chips und Mineralwasser oder was immer ihr trinken wollt. Und da haben wir es halt ein bisschen bequemer, wenn wir in die Diskussion gehen. Mhm. Und wir haben halt nicht wie in den 1850er Jahren, wo der Meister den Lehrbub ganz klar gesagt hat, wenn du nicht das genau umsetzt, was ich wünsche, dann setzt mal eine Tracht Prügel. Ja? Außerdem, ich bin der Herr und du bist der Knecht. Mhm. Ja, also von dieser Diskussion sind wir Gott sei Dank ja längst schon weg. Und darum ist das für mich die Diskussionskarte. Mhm. Ja, vielleicht wird es eine Diskussion, die ein bisschen härter wird. Ja, kann mir passieren. Erstaunt mich jetzt nicht so, denn es ist, wenn ich auf die Arbeit zurückgehe, ja eine Arbeit im Gegensatz, im Austausch, und da brauche ich die Diskussion. Und ich werde nicht drum rumkommen, wenn ich diese Arbeit angehe, dass ich mich mit dem Gegenüber, mich dem stelle und auch mal sage, was ich gut finde, aber auch was ich schlecht finde. Mhm. Also von da gesehen weiß ich schon, dass es auf diese Diskussion kommt. Die Person, mit der ich das da zu tun habe, die weiß es auch zum Glück und die ist, was das betrifft, auch schon darauf eingestellt. Also ich weiß, es wird lustig werden, es ist eine spannende Arbeit, aber eben auch mit Diskussionen behaftet. Somit ist es gar nicht schlimm und jetzt seht ihr auch, wie die Karten auf einmal zu arbeiten beginnen, ne? Weil ich in der Vergangenheit etwas verschriftlicht habe, bekommen habe, beginnt jetzt in der Gegenwart die Arbeit und es wird in der Zukunft auf Diskussionen rauslaufen. Und es liegt ja immer an uns selber, mache ich daraus ein Streitgespräch oder mache ich daraus eine wertschätzende Diskussion, bei der zwei Gewinner sind. Ja? Das liegt ja auch immer an uns selber. Und darum ist es wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Die Diskussion, wollen wir es konstruktiv in die Zukunft bringen oder wollen wir streiten? Ja, also destruktiv sein. Also man muss mit dieser Karte Verdruss es irgendwie noch auskaspern und das, so wie es jetzt hier dargestellt wird, ist es durchaus eine etwas heftigere Angelegenheit, aber am Ende des Tages geht es darum, ein Verhältnis miteinander zu klären. Und manchmal geht das vielleicht so mit einem kleinen Donnerwetter einher, aber hinterher weiß jeder, wo sein Platz ist. Genau. Oder ich kann dem Gegenüber genau erklären, was ich gemeint habe, wenn ich etwas gesagt habe, wenn ich etwas verändert habe, wenn ich etwas angepasst habe, bei der Arbeit, ne, in der Gegenwart, um
darum, für beide ein Wachstum zu produzieren. Oder ich kann einfach sagen, das, was du gemacht hast, ist scheiße, das müssen wir streichen. Ja, also man sieht schon, ihr habt mehrere Möglichkeiten bei der Diskussion. Ja, lieber Rui, ich glaube, damit haben wir eigentlich heute unser Pensum erfüllt. Sehr schön, vielen Dank auch nochmal für diese spannende Legung, Ja, und es die wieder kam sehr wegen dem Geld, lehrreich ne? ist. Und es kam wegen dem Geld. Es kam wegen des Geldes und deswegen würde ich mal sagen, dabei soll es auch mal bleiben. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von euch da draußen wieder. Ja. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir, lieber Rui. Und ja, dann Lieber würde ich. Christopher, danke, dass du das möglich machst, dass ich hier sein darf, dass ich die spannenden Orakelkarten vorstellen darf. Und für euch da draußen, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ihr bekommt Feedback, das ist selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon immer die Sendungen auch vorgemerkt habt, denn es ist immer wahnsinnig spannend, wie man mit wenig Inhalte, und das seht ihr ja auch hier in diesen drei Karten, einen wahnsinnigen wichtigen Input geben kann. Also ich weiß es, es wird zu Diskussionen kommen und jetzt fürchte ich mich gar nicht mehr davor, denn ich weiß schon, wie das rauskommt im Wachstum für Gemeinsamkeit. Ich bin neugierig, vielleicht hältst du uns auf dem Laufenden, wie es wird. Und ja, ganz in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer ihr das anschaut. Und gehabt euch wohl und küsst die Hand oder wie man immer noch Ja, sagen mag. wer die Mantik erkennt, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt uns gewogen und never give up.